Hi everybody, Mikey G hier am Mike und willkommen zurück zu Flame of the Rebellion. Leute, letzte Folge war etwas länger und es ist wieder ganz schön viel passiert. Wir konnten Daniel leider nicht davon abhalten zu entkommen, konnten aber zumindest verhindern, dass er schmelzt und die frisch eroberte Basis dem Erdboden gleich macht. Ja, wir bereiten uns jetzt darauf vor, in den Untergrund abzutauchen, in ein altes Tunnelsystem. Ein altes Bunkersystem aus dem Zweiten Weltkrieg, das unterhalb der Stadt verläuft. Aber Rainer und Thomas hatten noch etwas zu besprechen. Rainer sagte, dass er Thomas vertraute, dass er ihm vertraut. Die Frage ist, um was es dabei geht. Das hoffe ich auch. Ich hoffe es wirklich. Dass wir dir vertrauen können oder dass alles glimpflich ausgeht. Fragen über Fragen, Leute. Imperator Ignatius, ich brauche Ihre Hilfe. Du bittest mich um Hilfe? Dann muss ja wirklich was Schlimmes passiert sein, wenn sogar du deinen Stolz überwindest. Bitte? Egal. Ich habe ein paar Widerstandsnester gefunden, die ich gerne so schnell wie möglich ausheben würde. Ich brauche aber ein paar zusätzliche Truppen und habe nicht genug Zeit, sie alleine auszuheben. Da ich befürchte, dass diese Rebellen die Zeit nutzen, um sie vorzubereiten, und deshalb brauche ich eine Generalvollmacht. Du wirst keine Vollmacht erhalten. Was? Warum nicht? Es ist wirklich wichtig. Du hast deinen Stützpunkt verloren. Und das, obwohl ich dich gewarnt habe. Woher wissen Sie? Sagen wir einfach mal, die Jubelrufe der Rebellen waren bis hierher zu hören. Sie verhöhnen uns, Daniel. Und das ist deine Schuld. Geben Sie mir einfach die Vollmacht, dann bringe ich Sie schon wieder zum Schweigen. Nein! Es war allein dein Hochmut, der zuließ, dass es so weit kommt. Ich denke, es wird dir eine gute Lehre sein, wenn du das Problem alleine lösen musst. Auch wenn es länger dauern wird. Auch wenn es länger dauert, wird es dir helfen, deine Gegner besser zu verstehen. So dass du in Zukunft vorsichtiger bist. Aber was ist, wenn sie dann zu stark werden? Ich habe immerhin eine ganze Menge Ausrüstung. Sie haben immerhin eine ganze Menge Ausrüstung erbeutet. Daniel, ich sagte, du sollst sie ernst nehmen. Ich meinte damit nicht, dass du sie überschätzen sollst. Und jetzt geh an die Arbeit. Du hast schon genug Zeit verschwendet für jemanden, der behauptet, nicht genug davon zu haben. Ja. Natürlich. Daniel, denk daran, dass es sich dabei um Menschen handelt und nicht um dumme Klone. Sie hängen an ihrem Leben. Verstehst du? Okay, ich werde vorsichtig sein. Du hast mir wieder nicht zugehört. Ja, und so dieser Daniel scheint ein ganz schöner Hitzkopf zu sein. The Bomb! Sorry. Schon 20 Uhr. Ups. Schon 20 Uhr. Sie kommen wohl doch nicht mehr. Frank! Ein Glück. Ich dachte schon, euch wäre irgendetwas zugestoßen. Du sagtest doch, ihr holt uns ab. Ja, entschuldige, ich hab's vergessen. Wir hatten echt zu viel zu tun, weißt du? Könntest du bitte erstmal dieses Gitter öffnen? Wir haben auf dem Weg hier ein paar imperiale Bomber gesehen. Ich weiß, sie sammeln sich am Himmel und werden sicher bald angreifen. Darum habe ich auch die Harpyne in Sicherheit gebracht. Du kannst von Glück reden, dass wir den Eingang überhaupt noch gefunden haben.
Wir können frühestens dann von Glück reden, wenn die Imps ihn nicht gefunden haben. Ich weiß. Ich bin da sehr zuversichtlich. Du hast schon gesehen, wie versteckt er liegt. Nur wer genau weiß, wonach er sucht, findet ihn. Und genau darum mache ich mir Sorgen. Die Imps werden hier jeden Stein umdrehen. Auch ihre Spürhunter einsetzen. Naja, mehr als hoffen und beten können wir nicht tun. Ihr seid mit dem Transport der Ausrüstung klargekommen? Ja, es war kein Problem. Wir hatten erstaunlich viel Zeit. Ich frage mich, warum die Imps so lange gebraucht haben. Wir haben so ziemlich alles mitgenommen, was dort war. Der Stützpunkt besteht nur noch aus leerem Rohbau. Ist das Zeug auch schon angekommen? Tony hat es vorhin mit den Harpünen abgeholt. Ja, das ist schon verstaut. Okay, dann gehen wir uns jetzt mal nützlich machen und beim Auspacken helfen. Wir sehen uns nachher. Einen Moment noch. Ich muss euch noch etwas sagen. Was denn? Heute Morgen, als wir den Stützpunkt angegriffen haben, hat der Panzer doch auf Daniel geschossen, als ihr direkt neben ihm standet. Das stimmt. Wenn ich den Kerl erwische, mache ich ihn platt. Wir wären beinahe draufgegangen. Ich habe den Befehl dazu gegeben. Was? Ja, Roland. Ich würde es wieder tun, wenn es nötig ist. Es ist mir nicht leicht gefallen, aber es gibt Dinge in diesem Krieg, die wichtiger sind als das Leben Einzelner. Hätten wir Daniel erledigt, wäre das Imperium enorm geschwächt worden. Und wir wären dem Sieg schon ein ganzes Stück näher gekommen. Ich werde mich nicht dafür entschuldigen. Aber ich wollte, dass ihr es wisst. Ich verstehe. Ich habe inzwischen verstanden, dass es hier um mehr geht als nur mein Leben. Es war richtig von dir. Du bist erwachsener, als ich dachte. Lass uns gehen. Und sie tun, was wir befürchtet haben. Sie machen alles dem Erdboden gleich. Was ein Glück, dass wir im Untergrund sind. Es sieht so aus, als würde es losgehen. Hoffen wir, dass dieser Keller der Erschütterung standhält. Ich denke nicht, dass uns die Bomben hier unten erreichen. Was mir eher Sorgen macht, sind die Truppen, die in der Stadt nach uns suchen. Es könnte sein, dass sie den Eingang finden und den Stützpunkt stürmen. Dann hätten wir praktisch keine Chance zu entkommen. Ja, so sieht's wohl aus. Aber selbst wenn sie den Eingang nicht finden, werden wir uns eventuell ein paar Monate hier verstecken müssen. Wir werden auf jeden Fall so lange in diesem Dreckloch bleiben. Wir werden auf keinen Fall so lange in diesem Dreckloch bleiben, sonst drehe ich durch. Nun, es ist vielleicht nicht gerade sauber hier unten. Aber diese Kellerräume sind eigentlich ein wahrer Glücksgriff. Ich überlege gerade, ob wir nicht unser Hauptquartier hier einrichten sollen. Du hast allen Ernstes vor, hier zu bleiben? Das ist doch Wahnsinn. Daniel baut seinen Stützpunkt ganz sicher wieder auf. Das Risiko müssen wir wohl eingehen. Ein Umzug über eine größere Distanz bringt allerdings noch mehr Gefahren als eine kleine Wachbasis in der Nähe. Außerdem finden wir so einen Ort wie hier nicht so schnell wieder. Sicher, muss hier noch so einiges gemacht werden, aber mit all den Bauteilen, die wir erbeutet haben, wird das ein Kinderspiel. Mir würde es schon reichen, wenn hier richtige Türen eingebaut würden. Diese Stofffetzen bieten nicht gerade viel Intimsphäre. Wenn das deine größte Sorge ist. Okay. Wir sollten uns jetzt erstmal ein bisschen ausruhen. Es war ein ganz schön anstrengender Tag heute. Ich habe euch ein Quartier zugeteilt. Es ist ein Vorzugsquartier nur für euch drei. Sozusagen eine kleine Belohnung für euren mutigen Einsatz in Großdieber. Eure Sachen inklusive dem imperialen Computer wurden dorthin gebracht. Es ist das letzte Zimmer ganz hinten im Wohnbereich. Geht euch jetzt ausruhen. Verhaltet euch möglichst ruhig. Wir wollen ja nicht riskieren, dass die Imps uns finden.
Ja, diesmal machen sie keine halben Sachen und schicken gleich die Elite rein. Und zwar nicht gerade... Wo kam der denn her? Sie können sich teleportieren! Franz, du... Du Schuft. So. Das ist also erstmal unser neues Zuhause. Und beschwert euch ja nicht. Die anderen haben längst nicht so viel Platz. Naja, ich denke, ich werde damit leben können. Tut mir leid, euch nochmal stören zu müssen, aber es gibt Probleme. Einige Leute haben seltsame Geräusche gehört. Es besteht die Möglichkeit, dass die Tunnel über oder dass sich Tunnel oder Spürhunter in den Kanälen der Stadt herumtreiben, wodurch sie theoretisch auch in die Gänge dieser Basis gelangen könnten. Ganz ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass eine wirkliche Gefahr besteht und möchte deswegen nicht alle Leute in Panik versetzen, zumal die Nerven der Männer eh schon blank liegen. Dennoch müssen wir die Sache ernst nehmen und Patrouillen durchführen. Hermann und Tony kontrollieren bereits die beiden größten Räume des Hauptquartiers und das alte Parkdeck und sind somit voll ausgelastet. Da diese Räume wirklich ein enormes Ausmaß haben, könntet ihr bitte die anderen Räume kontrollieren? Was, etwa alle? Nein, die Wohnquartiere könnt ihr euch sparen. Da dort sowieso jemand drin ist, ein paar Räume wurden abgeschlossen und brauchen auch nicht kontrolliert zu werden. Es gibt zwar trotzdem noch genug zu tun, aber ihr solltet ja nicht jede Wand einzeln abklopfen. Es reicht, wenn ihr einen kurzen Blick reinwerft, achtet dabei aber auf seltsame Geräusche und sonstige Auffälligkeiten. Okay, wir kommen. Danke, es hilft mir wirklich sehr. Hier nehmt diese Karte vom Stützpunkt, damit könnt ihr euch orientieren. Stützpunktkarte erhalten. In einigen Räumen gibt es noch kein Licht, deshalb solltet ihr auch diese Taschenlampe mitnehmen. Danke, das wird uns helfen. Dann gehen wir mal an die Arbeit. Zu dritt, sehr schön. Okay, Leute. Wahnsinn, es geht weiter. Wir können jetzt wieder im Gameplay. Haben wir irgendwelche Gegenstände zufällig dabei? Oh, stimmt, wir haben noch ein bisschen was übrig. Ein kleines bisschen haben wir noch übrig. So, Leute, ich nehme jetzt schon eine ganze Weile auf. Seit Part 9, also seit 4 Tagen. Nein, im Ernst, seit Part 9 nehme ich jetzt auf. Ich mache jetzt eine ganz kleine Pause. Und wir sehen uns gleich wieder. So, und da sind wir auch schon wieder, Leute. Und es geht heiter weiter mit unserem Patrouillengang. So, gucken, ob wir hier mal rein können. Reden wir mal ein paar Leuten. Wenn wir uns hier finden, ist alles aus. Oh, warum so pessimistisch? Ich wüsste zu gerne, wie es jetzt an der Oberfläche aussieht. Ich nicht. Scheiße, Mann. Bei jeder Erschütterung rieselt der Putz von der Decke. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis hier alles einstürzt. Ach, warum denn so pessimistisch? Wir haben gerade einen riesen Sieg davon getragen. So. Okay. Das scheinen recht ähnliche Sachen zu sein. Ich habe vorhin etwas kratzen gehört. Es kam aus den Wänden, glaube ich. Ich habe eine scheiß Angst, Mann. Wenn sie uns finden, ist alles aus. Na gut, es sind ja auch keine Kämpfer. Soldaten werden sowas ja gewohnt. So, wen haben wir hier? Ist Tony? Rebel. Ich habe vorhin etwas kratzen gehört. Es kam aus den Wänden, glaube ich. Aus den Wänden, hä? Dann wird das wohl in dieser Grabhunter sein. Geschaffter Rebel. Oh Mann, bin ich fertig. Erst dieser Sturmangriff heute Morgen und dann und danach den ganzen Tag Kisten schleppen. Ja, ist halt nicht einfach, so einen Stützpunkt einzurichten. Aber hier ist es ein Koch. Rebel. Ich habe von etwas kratzen gehört. Ich glaube, es kommt an dich. Ja, wir wissen. Ich soll nicht in die Kisten fremder Leute gucken. Da hat jemand Manier und der Wahnsinn. Gut, schauen wir weiter. Fuck you. Ich fürchte, in den Quartieren werden wir gar nichts finden. Ja. Okay, dann haben sie Dialoge recycelt. Schade eigentlich. Wie sieht's hier aus? Ich hab ne scheiß Angst, Mann. Was
du auch eine Scheißangst, Mann. Nein, das willst du nicht wissen, glaub mir. Okay, Leute, es wird ein bisschen langweilig hier. Soll da nicht mal was passieren? Oh, der sieht anders aus. Und jetzt findest du alles aus. Ah, komm schon. Kann man wirklich nichts mitnehmen? Offenbar nicht. Okay, Leute, dann schauen wir doch mal weiter. Geht's hier rechts weiter? Sehr schön. So, wir gucken auch einfach mal kurz in die Karte rein. Ich sagte, wir gucken mal kurz in die Karte rein. Okay, wir sind hier. Die anderen beiden, was hat er gesagt, haben das Hauptlager und das ehemalige Parkdeck. Also hier links unten das Parkhaus und das große Hauptlager. So, wo gehen wir dann jetzt hin? Frank, unser Zimmer, Krankenstation. Wir gehen mal die Krankenstation besuchen. So, das war hier unter. Und Moment. Oh, das ist ja grobkörnig. Gehen wir mal schauen, ob wir vielleicht was abstauben können. Dr. Timo. Ich weiß nicht, was los ist. Man sagte mir nur, dass ich mich bereithalten soll. Ist jemand von Verletz? Ah, diese Schmerzen. Ich brauche einen Attest. Ich kann morgen nicht zur Schule. Keine Angst. Der Regenerator kriegt das schon wieder hin. Regenerator? Din, 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 din. So, wen haben wir da? Schwester Tina. Wir sollen uns auf akute Notfälle vorbereiten. Ich hoffe, dass nichts Schlimmes passiert. Was haben wir da? Legt ein großes Wundfleisch euch auf den Tisch. Ich schätze, das brauchen sie hier für Patienten. Brauchst du einen liegen lassen? Wie viel haben wir denn als Ausrüstung gerade da? Ach komm, was soll's. Ich will noch etwas erleben in diesem Part. Denn hier passiert momentan nicht allzu viel. Wahrscheinlich müssen wir jetzt einfach nur lange genug durch die Gegend laufen und uns wird irgendetwas irgendwoher anspringen. Fürchte ich. Ich muss nicht. Ich werde es mir so lange verkneifen, bis sie eine Tür ordentlich eingebaut haben. Na, ich fürchte, da wirst du doch eine ganze Weile warten müssen, Roland. Okay, Leute. Was haben wir sonst noch so? Hier gibt es nichts weiter. Toiletten. Wo ging es jetzt hier hin? Ich habe es auf der Karte nicht gemerkt. Okay, sieht aus dem Besprechungsraum. Hier... Oh, da ist jemand. Hier ist alles ruhig. Ich schätze, es wird sich ändern, wenn es etwas zu essen gibt. Ah, die Kantine. Oh, er läuft so langsam und die Räume sind so riesig. Das nervt. Aber gut, schauen wir weiter. Die Küche. Aber ich fürchte, das wird alles, ja... Bis etwas passiert, weil wir noch ziemlich viel blödes NPC-Gelaber durchstehen müssen. Küchenhilfe. Eigentlich müssten wir ja das Essen vorbereiten, aber es wurde uns befohlen, keinen Lärm zu machen. Wer bist du? Küchenjunge. Der Kommandant hat uns verboten, Krach zu machen. Dadurch habe ich endlich mal Zeit für eine Pause. Und der Küchenchef? Mir wurde befohlen, mich ruhig zu verhalten. Ich frage mich, wieso? Zähl doch mal eins und eins zusammen, Mann. Steht irgendwas rum? Nein. Okay, Leute, das war eine gewissermaßen kleine Zeitverschwendung. Aber wo müssen wir denn hin? Er hat ja nichts Genaues gesagt, der Frank. Sie müssen wohl einfach weiter suchen, bis irgendwas passiert. Abgeschlossen. Da steht etwas mit Kreide auf der Tür geschrieben. Aber ich kann es nicht gut erkennen. Ich glaube, es heißt Kirche. Eine Kapelle. Okay, das ist in größere Unterkünfte. Ich rede mal mit dem Kerl hier. Bleib hier. In diesem Raum sind die Leute untergebracht, die zu alt, zu jung oder zu schwach zum Kämpfen sind. Die Kämpfer haben eigene Quartiere und das ist auch gut so. Schließlich tragen sie ihre Waffen stets bei sich. Nicht auszudenken, was passiert würde, wenn es ein Kind eins in die Hände kriegt. Ja, das ist wahr. Oh, Spielkonsole. Kann man die benutzen? Was macht denn diese Spielkonsole hier? Schätze mal, das hier ist so eine Art Freizeitecke, in der sich die Leute erholen können. Außerdem gibt es ja auch Kinder unter den Überlebenden. Die müssen ja auch beschäftigt werden, damit sie niemanden auf den Sack gehen. Knallhart, aber so kann man es auch sagen. Ist es Hermann? Hermann? Aufseher. Wisst ihr vielleicht, was los ist? Wir sollen uns ruhig verhalten, aber keiner sagt uns warum. Dann tun wir das auch nicht. Aha.
Okay, Leute, das ist hier... sorry, dass es hier gerade so ein bisschen langsam vorangeht, aber... Wir hatten ja ziemlich viel Action in den letzten Folgen. Da ist ja ganz schön viel passiert. Was steht hier auf dem Schild? Nichts. Es ist Blindenschrift. Der Taschenlampeneffekt ist nice. Also wenn hier jetzt nichts passiert, dann weiß ich auch nicht. Ziemlich große Streuung von der Taschenlampe. Oh, das ist laut und penetrant. Du stehst hier einfach so im Dunkeln rum. Hermann! Na, seid ihr auch auf Gespensterjagd? Jo, Hermann, so könnte man es nennen. Wir sollen auch nach der Ursache dieser seltsamen Geräusche suchen. Genau wie ich. Dieser Raum war früher die unterste Etage des alten Parkhauses, das man vor ein paar Jahren abgerissen hat. Der Rest ist so groß, wie ich es aufgegeben habe, ihn zu durchsuchen. Stattdessen halte ich hier vorm Eingang Wache. Es ist ziemlich dunkel hier. Hast du keine Taschenlampe? Doch, natürlich. Aber ich habe sie ausgeschaltet, damit ich im Falle eines Angriffs nicht sofort meine Position verrate. Hunter verursachen meist laute Geräusche und da ist mein Vorteil im Dunkeln. Das ist wohl wahr. Aber ich fürchte, dass es bei der Stille nicht bleiben wird. So kann sich eine Atmosphäre wandeln. Am besten hätten sie noch die Musik ein bisschen anders gestaltet. Dann hätte es so ein kleines bisschen was von einem Horror-RPG. So, hier sind die Harpyen-Transporter. Ich weiß, Frank hat gesagt, wir sollen hier keine Wache halten, aber ich denke, es schadet nichts, wenn wir uns mal ein bisschen weiter umschauen hier. Ich denke, im Gegenteil. Doppelt hält besser. Aber ob uns das auch in der Story weiterbringt, wage ich gerade zu bezweifeln. So. Oh, wir haben sogar Jäger. Cool. Diese beiden Harpyen haben in Groß Diba gestanden. Okay, gehen wir wieder zurück und suchen einfach mal den Weg, den wir gehen sollen eigentlich. Hier scheinbar nicht. Aber da drüben ging es noch rauf. Kommen wir da durch? Das Gitter ist festgeschweißt. Dahinter scheint der Gang eingestürzt zu sein. Also nein. So, gehen wir wieder zurück. Sind das hier Gänge? Nein. Okay. Leute, wir haben jetzt, denke ich mal, die Hälfte der Basis durch. Oh, VPN heißt hoffentlich Waffen und da können wir nicht rein. Da drin ist das Waffenlager. Ich weiß. Storage Room? Wer passt hier auf? Tony? Bist du jetzt Tony? Tony! Tony Boy! Hier habe ich alles unter Kontrolle. Kümmert euch um die anderen Räume. Okay, wie du da sagst. Aber das heißt nicht, dass wir nicht versuchen, etwas mitzunehmen, was hier rumsteht. Wenn wir aber auch womöglich kein allzu großes Glück haben werden. Na gut, eigentlich ist es gar nicht mal so schlecht, dass alles blinkt, mit dem man interagieren kann. Dann verpasst man zumindest keine Gegenstände, die einem beim Kampf oder bei der Story helfen. So. Oh, hey Frank. Hier ist alles klar. Kümmere dich um die anderen Räume. Wer bist du? Ja, feinartige Geräusche, die Restaurant, was auch immer. Okay, Leute. Wir müssen vor hier durchgekommen. Nee, sind wir nicht. Wo geht's hier lang? Abgeschlossen. Gitter? Zu. Was ist das? Abgeschlossen. Alles zu. Alles abgeschlossen. Abgeschlossen. Jemand hat das Wort Datenraum auf die Tür gekritzelt. Die sieht aber offen aus. Wow. Tunnel. Okay, also ich denke mal, hier wird jetzt ein bisschen Action passieren. Ziemlich langer gestollen. Da hinten ist nichts. Da hinten ist nichts. Das will ich selbst sehen. Da hinten ist nichts. Ach, Roland. Mensch. Sturer Kopf. Dann gehen wir eben hier lang. Kein Licht. Gefällt mir eigentlich gar nicht so eine Situation, in der man wirklich nur auf eine Taschenlampe angewiesen ist, vor allem wenn man sich nicht auskennt. Was zum Kuckuck bist du denn für einer? Ist das wie ein Gockel mit dem Kamm auf dem Kopf? Ich habe schon kapiert, was los ist. Ich werde den Schacht hier im Auge behalten. Ihr könnt euch auf mich verlassen, Mann. Bist du sicher?
Es geht hier immerhin um Hunter. Und wenn's Crawlpanzer wären, an aufs Fire Snake kommt nichts vorbei. Was sagst du? Fire Snake? Das trifft sich gut. Wir haben diese Anhänger gefunden und wir haben jetzt keine Zeit dafür mit diesem Mist Roland. Lass uns das ein andermal regeln. Wir müssen jetzt weiter. Wieso will uns keiner über diese Fire Snakes aufklären? Sind die etwa böse oder was auch immer? Okay, wir haben jetzt den westlichen Teil durchkämmt, wir haben den östlichen Teil durchkämmt, waren im Norden. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich ein Stockwerk weiter hoch. Vielleicht finden wir ja da etwas. Die Türen waren alle zu. Gehen wir nochmal runter hier. Vielleicht haben wir da noch etwas übersehen. Die Tür sieht auch offen aus. Oder auch nicht. Abgeschlossen. Die Tür wahrscheinlich auch. So kann man sich... Irre, was ist denn hier los? Sterbe ich nicht. Ich hab hier echt viel zu tun. Boah, es ist hell. Was ist denn das, ey? Geht dort nicht hinunter, das ist gefährlich. Okay, ist ja gut, wir gehen ja schon. Weiß nicht, auch wir die Wache. Die eigentliche Wache. Ja. Yeah. So. Okay. Abwassersystem. Okay, jetzt sind wir einmal durch. Waren wir hier schon? Waren das die Unterkünfte? Nein. Okay, hier ist nichts. Hier unten vielleicht? Ah, hier unten waren wir noch nicht. Mann, das ist so weitläufig, Leute. Hier ist nichts. Gehen wir unten. Oh, oh. Boah, ich hasse solche Geräusche. Auf Kopfhörern ist es noch viel schlimmer. Kleiner Bug. Nicht so tragisch. Weiter geht's. So, Tech. Habt ihr das eben auch gehört? Es kommt aus dem Süden. Klingt als... Ja, da vorne jemand. Hier ist mal Richtung Tech. Oh, ist ja gut. Dann schauen wir eben, was das war. Oh, das waren wohl diese Penner, die den Lärm gemacht haben. Können wir mit euch reden? Das Leben ist ungerecht. Wir müssen hier in dem Dreckloch hausen, während ihr denn in den Kellern wohnt. Dabei waren wir zuerst da. Warum schließt ihr euch uns nicht einfach an? Dann könnt ihr auch bei uns einziehen. Nee, das ist uns zu viel zu gefährlich. Am Ende müssten wir am Ende noch kämpfen. Ja, hartes Leben, Mann. Scheiße, Mann. Mir geht's gar nicht gut. Hast du mal einen Euro? Klar. Jede Menge. Du kannst von mir aus alles haben, wenn du willst. Echt? Ich kann alle Geld haben? Klar doch. Es ist eh nichts mehr wert. Stimmt, ja. Super. Okay. Damit hätten wir dieses Geheimnis auch gelüftet und begeben uns mal in Richtung Tech Room. Was auch immer da drin ist. So. Vielleicht haben wir hier wieder ein paar Waffensysteme. Wen haben wir denn hier? Techniker. Also irgendwie, das stimmt ja nicht. Ich höre andauernd dieses seltsame Kratzen in den Wänden. Dann kommen noch diese komischen Stromschwankungen. Das macht mir richtig Angst, wisst ihr? Als würde es hier spuken. Spuken tut sie nicht. Da sind bloß Roboter in der Wand. Was ist hier los? Warum müssen die Räume so groß sein? Oh. Verdammte Scheiße, was ist denn jetzt passiert? Scheinbar ein Kurzschluss. Psst. Seid still. Ich höre etwas. Was hört er denn da bloß? Das erfahren wir in der nächsten Folge. Rock your life, everybody. Cheerio.